hoch. Okay, dann geht's heute unsere allwöchentliche Aufnahme weiter und wie ihr merkt, sind wir tatsächlich nur zu dritt. Das sollte sich eigentlich heute geändert haben, aber der Kollege, den wir neu eingeladen haben, der ist leider heute nicht erschienen. Vielleicht erscheint im Laufe der Aufnahme noch was und noch was anderes ist passiert. Der Thomas, der so in der letzten Aufnahme dabei war, der ist nicht mehr Teil unserer Crew. Das ist aus internen Gründen haben wir uns von ihm getrennt. Was ich jetzt nicht unbedingt näher kommunizieren möchte, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass trotzdem, wenn er das hört, alles Gute für die Zukunft und ja. Ne? Natürlich, klar, also wie gesagt, ich werde ihn auch nicht schlecht machen oder sonst irgendwas, es hat einfach nur menschlich nicht gepasst. War lange gut dabei, aber dann passt halt irgendwie momentan nicht und ja, wir suchen natürlich Henry noch ein bisschen Nachschub, so ein, zwei Leutchen noch, vielleicht für die ganzen, wenn wir durch sind mit den Heißen, wollen wir nämlich damit in den Schlitzer-Missionen mal irgendwann weitermachen. Und mit den ganzen Gegner-Missionen, da brauchen wir noch ein paar Leute, also falls ihr irgendwie Bock drauf habt und sagt, ey, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich habe auch Bock mit euch mitzumachen, könnt ihr euch natürlich gerne melden. Und dann sollten wir schon Termine finden, durchaus, also meistens sind wir sonntags morgens gegangen, aber man kann natürlich auch sich, wenn man sagt, wir sind erst donnerstags oder mittwochs mit so vielen Leuten online und man kann die machen, kann man natürlich da auch immer noch einen Termin finden. Ja, eigentlich sollten wir heute noch mit den Heiß weitermachen und ich quatsche wieder schon viel zu viel. Also sollte das Finale eigentlich der Serie A Heiß passieren, das wird heute nicht passieren. Ich weiß nicht, wann wir weitermachen können, aus genannten Gründen, aber naja, es gibt jetzt erstmal die nächste Folge Missionchen. So, Markus, hast du eingeladen? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Ja, nur, dass ihr mal einfach Bescheid wisst und mal so ein bisschen auf dem aktuellen Stand seid. Wir haben uns ja auch jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Deswegen heißt es wieder ein bisschen mehr Content machen. Contentuane. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir in der nächsten Folge, dass er dann immer noch kommt und sagt. So, kann ich starten? Ja, von meiner Seite aus ja. Ich weiß nicht, wie es bei Baby aussieht. Okay. Aber ich denke mal, hier bei den Missionen ist das jetzt auch nicht so. Also, die sind jetzt nicht unbedingt. Gucken. Es läuft. Warm die Beine runter. Das hast du jetzt gesagt, das ist jetzt nicht der Grund. Ach, da hat jemand Kaffee getrunken. Nö, Energy. Ach, ja gut, ich bin eher momentan auf Mate-Tee. Warum stehe ich hier mitten im Busch? Du stehst doch auf Busch. Ja, nee, ich stehe eigentlich nicht auf Busch, aber gut. Was haben wir denn überhaupt dafür? Warum stehen wir hier irgendwo und mein Auto steht ganz woanders? Ach nee, ja. Wir müssen nur da runter, okay. Hä? Also, wir können zu Fuß laufen, hier den Feldweg runter. Okay, das ist wieder irgendwie eine Mission, die ich gerade nicht so kenne, aber wie gesagt. Eine blonde Frau im Kleid und Shotgun, also nichts ist mehr sexy. Ernsthaft. So, na gut. Hat dann ein bisschen was von Bonnie und Clyde bei ihr. Kleid hat sie ja. So. Stiehl den Lastwagen. Okay, mal hier noch ein bisschen Sniper, ne? Mal wahrscheinlich. Oh, shit. Ah ja. Yvonne macht einen Abgang. Zack. Zack. Oh, da bewegt er sich. Zack. Zack. Ha, einen darf ich auch noch mitnehmen. Der lebt noch, Alter. Da rechts sich doch einer auf dem LKW. Das sind noch 2. Sehe nur gerade nicht wo. Einen habe ich. Ja, ist ja aber nicht, wo der zweite steht. Ah, da links am Strand bei den Dingies. Ja, da stimmt. Ha, erwischt. Meiner. So, ich hab dann einmal Ruhe. Nee, da muss doch links einer stehen. Oh Mann. Da sind sogar noch 2. Also gefühlt steht da nur links einer. 2 stehen da. Ja, hinterm LKW steht auch noch einer. Minimum. Ich geh mal hin. Die mit ihrer Hampelei immer. Geht dann auf den Sack. Ich hab grad voll den Wasserball weggeschossen. Okay.
Das war quasi mal Inset Headshot. Das Problem, du kannst auch nicht mal mit Raketen oder sonst irgendwas da reinknallen, weil die dann direkt natürlich den LKW. Ja, aber den LKW treffen könntest. Ah, da. Was ist denn der? Hier. Ich hab ihn. So, dann fahren wir mal den LKW raus. Ich mach das schon. Ist ja doch der Spacko. Will jemand mitfahren oder? Ich bin schon drin. Ach, du bist schon mit drin. Da muss Baby sich da irgendwie. Da muss Baby sich doch ein Auto krallen. Da unten. Aber nicht sterben jetzt, Yvonne. Das ist bei der Mission nicht schlimm. Glaube ich. Also bei diesen Kontaktmissionen ist das nicht tragisch, weil dann guckst du quasi nur zu. Ach so. Das ist keine Heist. Bei den Heist wird sie abbrechen, klar, aber bei den Kontaktmissionen eher nicht so. Boah, das Ding, das ist so langsam. Ach doch, Gegner hier oben. So. Dann fahren wir. 5 Kilometer. Müssen wir jetzt hier. Aber wo kommt ein Gegner vor mir? Da, im Auto. Ja, ja, ist schon. Noch einer. So, der ist tot. Ah, Baby muss gleich zuschauen. Wir sind die einzigen jetzt noch. Ja, da steht der nächste. Fahr weiter. Ja, ja, ich. Ich, das Ding geht nicht schneller. Hinter uns kriegt einer an der Backe. Ja, ja. Versuch schon zu schießen, aber. Ja, ich setze mich halt so davor, dass er uns nichts machen kann. Ab ihn. Jawohl. Man muss meistens Fahrer schießen, das reicht für die schon. Ja. Da kam der nächste entgegen. Ich glaube, du musst hier runter. Ja, ja. Ah, bremst dich doch nicht aus. Scheiß KI. Wenn Straight noch ihre Spur hält. Das sind eigentlich alles heimlich die Formel 1 KI-Fahrer von. Ja, geht. Ja. Manche können das schon, ja, sehr gut. So, 2,9 Kilometer noch, dann sind wir im Ziel. Ich muss jetzt hier rechts raus. Ich muss jetzt hier rechts raus. Was hast du jetzt gezeigt? So, da geht's hier. Durch den. Warum auch immer? Ah, gut, stimmt, ich komme von einer Autobahn, ja. Naja, nee, doch, dachte schon. Warum muss ich hier rechts hoch, wenn ich dann eh wieder auf der Autobahn zurückfahre? Wir müssen zum Maduazos Garage. Oh, das Ding, das ist so langsam, ey. Mhm. Aber haben gerade relativ viel Ruhe, also gegnermäßig. Ja. Aber da vorne stellt sich einer quer, das kann sein, dass ein Gegner ist. Nö, ist ich sehe keinen roten. Der rote hier, aber. Die fangen nur gerade rum, das ist alles. Oh. Ich hatte auch gerade Grafikbug, bei mir war gerade kein Boden. Okay. Ja, wir reisen so mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, das dauert immer, bis der hier nachgeladen hat. So, und jetzt dann gleich hier links hoch.
Ja, durch? Ja, ja. Ich musste nur die Lücke finden. War es wohl Schwierigkeiten damit, die richtige Lücke zu finden? So. So. Wie du siehst, bin ich damit darin geübt, große Dinge in Löchern zu versenken. So. Was du mit deinen Sexspielzeugen machst, will keiner wissen. Das war's. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das hast du gesagt. Jedem das seine. So, leben und leben lassen. Was machen wir noch? Jetzt wollen wir noch irgendwas machen? Ja, doch. Aktualisieren. Gegnermodus, Rennen ist. Nee. Muss ich mal nochmal neu machen. Ist okay. keine Mission dabei. Warte mal, halt. So, ist richtig. Mein Gott. Ja, für die Gegner-Modi sind wir tatsächlich ein bisschen zu wenig Leute. Ja, aber auch mal lustig, so riesen Deathmatches oder so, mit alles mit Leuten, die man kennt, oder mit denen man zockt. Ja, dazu braucht man natürlich wieder Nachschub an Leuten. Darum geht's ja letztendlich. Das habe ich ja eben, deswegen auch eben die Ansage, also beziehungsweise den Aufruf. Ich meine, meistens halten wir uns zu viert, wir haben fünft, weil wir da halt die Heiß mitmachen. Wie gesagt, wenn man dann wirklich in die Gegnermodi gehen wollen, dann braucht man natürlich wieder Leute, wenn er so 10 Leute macht, dann macht das schon richtig Bock. Klar kann man die nicht immer alle in eine hier in die Party mitholen, weil das wird dann immer zu viel. Aber müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen. Erstmal müssen wir die Leute zusammenkriegen. Achso, hier steht. Baby. So, gut.